Annalena Charlotte Alma Baerbock. Eine Frau mit so wenig beschriebenen Seiten wie ihr erstes Buch. Geht man nur von den Seiten aus, die sie selbst geschrieben hat. Wer ist diese Frau, die Punching Ball der konservativen Presse wurde? Ist sie wirklich so gefährlich für dieses Land? Stimmt es, dass die aufgedeckten Skandale auf eine Betrügerin im Amt hinweisen? Hat sie jetzt schon bewiesen, dass sie zu unfähig für ein richtiges Amt ist? Wir schauen mal ganz genau hin und finden Satanisten, Betrug, Prostitution, Nacktbilder, eine zwielichtige Stiftung, russische Trollfarmen, Unterschlagung sowie eine Frau, die nicht ist, was sie vorgibt zu sein. Wer ist Annalena Baerbock und wie gefährlich ist sie wirklich? Und das ist erst der Anfang. Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ja, ich glaube, ihr seid gerade alle ein kleines bisschen verwirrt, weil die Frage ist natürlich, wie zur Hölle soll das alles in ein einziges Video passen? Aber glaubt mir, das wird eine sehr wilde Fahrt heute. Vorneweg, in diesem Video soll es wie in meinen Videos zuvor nicht darum gehen, inwiefern die Forderungen der Grünen oder eben der Partei generell gut oder angreifbar sind, ob sie coole Werbespots machen. Oh yeah. Auch wenn ich das ehrlicherweise ziemlich lustig finde, weil es quasi alle triggert, die Partei hätte das, glaube ich, auch nicht besser liefern können. Nein, es geht um die Spitzenperson an sich. Warum ich das hier nochmal explizit erwähne, das erkläre ich euch am Ende des Videos. By the way, falls ihr es verpasst haben solltet, mein Olaf Scholz Exposed Video hält auch einige Überraschungen bereit. Falls ihr dieses Video feiert, lasst gerne auch euer Abo da, kommentiert, liked und teilt. Ihr wisst ja, politische Videos verbreiten sich recht schlecht auf YouTube, außer man heißt Rezo. Besonders deutlich ist das leider geworden bei meinen Freunden, die in politischer Gefangenschaft in Belarus sind. Schaut euch das Video bitte an. Es ist absolut erschreckend, was da abgeht. Ich habe es euch auf jeden Fall auch verlinkt. So. Jetzt ist es soweit, die Zerstörung der Annalena Baerbock. Ne? Ich dachte mir, wenn ich schon Laschet zerstöre, dann kann ich auch Annalena Baerbock zerstören. Wir wollen ja fair bleiben. Bei den Grünen herrscht Panik. Man ist wieder hinter die SPD zurückgefallen. Olaf Scholz ist mittlerweile der beliebteste der drei Kandidaten. Dass ich bei dieser Erkenntnis lachend in die Kreissäge springen will, muss ich euch nach meinem Olaf Scholz Video, glaube ich, nicht nochmal erzählen, oder? Baerbocks Buch und Laschets Lachen, einzelne überschaubare Aktionen, die ganze Kampagnen zerstört haben, wo ganz andere, eigentlich schwerwiegendere Aktionen keinen politischen Schaden hinterlassen haben. Olaf Scholz' Fehltritte beispielsweise sind so monumental, dass man sie nicht einfach mal eben so erklären kann und deswegen tut's einfach auch keiner. Selbst die Flutkatastrophe hat irgendwie nichts an den Umfragewerten der Grünen getan. Und das liegt daran, dass Annalena Baerbock es geschafft hat, diejenigen zu enttäuschen, die auf einen Aufbruch gehofft haben und seither kein Land mehr gewinnen kann. Was bei einer Flutkatastrophe zugegebenermaßen auch relativ schwer fallen dürfte, weil ja ihr Land verloren geht, aber zu früh für solche Witze. Schauen wir uns also an, wer sie ist, wo sie herkommt und was sie eigentlich alles falsch gemacht hat. Gerade die Frage, wo sie eigentlich herkommt, spielt für viele eine entscheidende Rolle, denn irgendwie scheint sie aus dem Nichts gekommen zu sein. Baerbock bot zwar wenig inhaltliche Angriffspunkte, hat es aber mit der Selbstoptimierung in Lebenslauf und Buch übertrieben und sich dabei erwischen lassen. Sie war also weder authentisch als vielbeschäftigte Spitzenpolitikerin und Mutter, die dank Mehrfachbelastung eben nicht perfekt sein kann, aber Sympathiepunkte sammeln könnte, wenn sie das gleich zugeben würde. Noch konnte sie die Fassade der perfekten Karrierefrau mit Herz, die alles tiptop unter einen Hut bringt, aufrechterhalten. Der missglückte Versuch kam weder beim traditionellen Grünwähler noch beim bürgerlichen Teil der Zielgruppe gut an. Das ist eigentlich eine ziemlich adäquate Zusammenfassung. Auf Baerbock fällt eben auch der Anspruch der eigenen Partei zurück, hohe moralische Werte einfordern und sich dann aber nicht eins zu eins daran messen können. Schaut mal, hier haben wir ein tolles Team, das nur aus Frauen besteht. Also wenn wir die Männer rauscroppen. Dieser Move war ein solcher Schuss ins Knie, wie ihn sich eigentlich nur Laschet normalerweise gönnt. Aber es geht heute um Annalena und nicht die Partei oder das Wahlprogramm per se, weil das kriegt man einfach nicht in ein Video rein. Deswegen gehen wir jetzt zu ihren Anfängen. Der Hippiehof. Annalena Baerbock wurde am 15. Dezember 1980 in Hannover als Tochter einer Sozialpädagogin und eines Maschinenbauingenieurs geboren. Die Familie lebte eine Zeit lang in Nürnberg. 85 kauften die Eltern dann zusammen mit einem Onkel ein halb verfallenes Anwesen in Schulenburg, einem Ortsteil von Pattensen, wo Baerbock mit zwei Schwestern und zwei Cousinen aufwuchs. Ihr Elternhaus beschrieb sie als eine Art Hippie-Haushalt. Als Kind wurde sie oft zu Anti-Atomkraft- oder Friedensdemonstrationen mitgenommen, wie sie in der SZ sagt. Das klingt ja nach dem perfekten Parteiklischee.
Naja, zumindest kein Textilimperium und dann für ein paar Jahre auf Kommunist machen. Sie betont immer nach außen, dass ihr das dörfische Miteinander sehr wichtig war. Schützenfest, Sportverein und Schwimmbad. Da habe sie als Kind gespürt, dass sie dazugehöre. Und das sei schließlich auch das, was sie in die Politik gebracht habe. Das zu stärken und groß zu machen, was das Leben eigentlich ausmacht. Das Miteinander, das Aufeinander achten, das füreinander sorgen und vor allen Dingen die Orte des Miteinanders zu stärken. Zumindest sagte das Baerbock wörtlich so. Ihr Schulleiter sagte über sie, Annalena war eine aufmerksame, kritische Schülerin, die dann auch ein ordentliches Abitur gemacht hat. Ich habe an sie viele gute Erinnerungen. Ja. So tief bin ich bei diesem Thema reingegangen. Ich wollte wirklich nichts übersehen. Das klingt ja alles total idyllisch, nur dass ihre Heimat sich nicht so sicher zu sein scheint, ob sie denn überhaupt von Baerbock instrumentalisiert werden will. Und diese eigentlich völlig unbedeutende Episode vor wenigen Tagen ist meines Erachtens sehr wichtig in der Einordnung von Annalena Baerbock und zur Einordnung dessen, was sie als Kanzlerkandidatin darstellt. Und was genau das ist, das kann man herauslesen, wenn man sich mit dem Wahlkampfbesuch in der Heimat beschäftigt. Die Berichte vom Besuch Baerbocks in ihrer Heimat Pattensen unterscheiden sich tatsächlich nämlich interessanterweise an einigen Stellen. Im Tagesspiegel wird von guten Gesprächen berichtet. Jugendliche, die sie mit der Forderung erreicht, dass Busse öfter fahren sollen. Menschen, die mit ihr mitfühlen und positive Erfahrungen mit dem ehemaligen Bäckermeister, für den sie gearbeitet hat. Und dann wird ganz romantisch mit dem Bild gespielt, dass sie bestimmt gleich zu ihren Eltern fährt und die Beine hochlegt, während sie mit ihnen im Garten sitzt. Nur einmal klingt etwas an, das nicht so in das Bild passen will, dass sie mit den Worten zu zeichnen versucht, nämlich dass sie hier das Miteinander gelernt hat, nämlich von einem Mädchen, das sagt, bis vor kurzem habe sie gar nicht gewusst, dass die Kanzlerkandidatin aus Pattensen kommt, aber es gebe Gerüchte, sagt sie und lacht. Zum Beispiel, dass Baerbock früher ziemlich unscheinbar war, sie soll hier am Ort nicht sonderlich bekannt gewesen sein. Auch wenn das natürlich nichts ist, was irgendwie belastbar ist, hinterlässt es einen Beigeschmack, dass jemand, der so aktiv im Alltag und Vereinsleben verwurzelt sein will, das Miteinander, ne, eigentlich gar keine Spuren hinterlassen haben soll. Dass eben diese Gemeinschaft scheinbar eigentlich keine Rolle spielte, wird auch aus einer Buchbesprechung in der Zeit deutlich. Ich zitiere, auch über ihr Aufwachsen fallen, mal abgesehen von einer längeren Beschreibung ihres Trampolinsprings und Klagen, dass der Bus in ihrem Dorf zu selten fuhr, nur wenige Sätze. Wieso ist es Baerbock eigentlich so wichtig, als Mädel vom Lande wahrgenommen zu werden, obwohl sie eigentlich ab ihrer Volljährigkeit sofort in die weite Welt zog? Nun, das wird doch nicht etwa parteipolitische Hintergründe haben? Vielleicht weil die Landbevölkerung eben nicht mehrheitlich die Grünen wählt und die Grünen für eine Partei der Städter hält. Dazu meine kleine Übersicht. Aber im Artikel hört man, dass zumindest hier noch Grünen-Plakate ganz unten und FDP ganz oben hängt. CDU findet man fast gar nicht. Szenenwechsel. In der SZ wird scheinbar eine Paralleldimension beschrieben. Der Artikel heißt Kein Heimspiel und es ist zu lesen, hier muss man Wahlwerbung der Grünen aufmerksam suchen. Zwar werden auch hier die Jugendlichen angesprochen, die politisch interessiert sind und ihr Recht geben, als sie fordert, jede Stunde ein Bus ins Dorf, auch am Wochenende. Aber da wird eben auch der Schützenverein zitiert. Pattensen hat 15.000 Einwohner und hier waren 350 Leute, die aus der gesamten Region kamen. Wenn Scholz oder Söder herkämen, wäre der Platz rappelvoll. Ist sich einer von ihnen sicher, der für die CDU als Ortsbürgermeister kandidiert. Allzu gut ist mal beim Schießclub auf die Grünen ohnehin nicht zu sprechen. Denn die wollen das Waffenrecht so reformieren, dass die örtliche Anlage für Zehntausende Euro umgebaut werden müsste. Geld, das der Verein nicht hätte. Für Fragen, ob das versprochene Geld für Infrastruktur und Vereine auch bei ihnen ankäme, hätte Baerbock dann keine Zeit mehr gehabt. Und das steht in der SZ am Ende des Textes. Das definiert das Gefühl, wie man den Text sozusagen verlässt. Handwerklich ist das akkurat gemacht. Ohne offen zu kritisieren, wurden hier trotzdem drei Thesen formuliert. Erstens, Baerbock ist für das Landvolk zu unbekannt und unbedeutend, sogar in ihrer Heimat. Selbst da kommt fast keiner zur Kundgebung. Zweitens, Baerbocks Partei übersieht die Bedürfnisse des normalen Bürgers. Für den Landbewohner ist die Erkenntnis, dass Sprit teurer wird, halt deutlich wichtiger als die Umwelt, weil ihm die direkte Frage, ob er sich die Fahrt zur Arbeit leisten kann, eben essentiell wichtiger ist als die CO2-Werte dieser Fahrt. Wisst ihr, ich komme ja auch vom Land und jeder hat dort ein Auto, weil ansonsten nicht einmal Selbstversorgung möglich wäre. Niemand in meinem dörfischen Umfeld, dörfisch kann man das so sagen, wählt grün. Niemand. Klar sieht das in Großstädten anders aus. Seit ich in Halle wohne, bewege ich mich auch nur noch sehr selten mit dem Auto. Also eigentlich nur noch, wenn ich aus Halle rausfahre. Und in Berlin hätte ich vermutlich nicht mal eins, ne? Aber ich käme noch nicht mal zu meinen Eltern, wenn ich kein Auto hätte. Das ist gar nicht möglich. Dieses generelle Problem der Landbevölkerung muss Baerbock eben irgendwie lösen. Und die Lösung, die sie auf der Kundgebung anbietet, ist eben, die öffentlichen Verkehrsmittel müssen einfach öfter fahren. Es ist eine logische Schlussfolgerung und sie passt sehr gut ins grüne Wahlprogramm. Ja, und die dritte These, Baerbock ist nicht volksnah genug, um
sich den Problemen des Volkes dann auch face-to-face zu stellen. Aus Gründen der Anbiederung an die Wählerschaft, etwas anderes sein zu wollen, als man wirklich ist, ne, das haben wir auch bei Armin Laschet bemerkt. Nur, dass der sich dazu noch gern so ein ganz kleines bisschen verkleidet und sie das einfach geschickter anstellt. Also klar, das war jetzt ein total unwichtiges Detail, ne? Aber ich finde ja, die kleinen Details sind meistens die, die am meisten entlarven können. So, und jetzt reden wir über die Frau mit Fehl und Tadel. Das zentrale Element des Vertrauens deutscher Bürger in eine politische Figur, die sie wählen wollen, ist deren Erfahrung. Schauen wir uns doch mal an, wie es um Annalena Baerbocks Erfahrung bestellt ist. Sie machte einen Austauschjahr in den Staaten und ihr Abitur begann 2000 mit dem Studium der Politikwissenschaft und öffentlichem Recht an der Universität Hamburg, welche sie 2004 mit dem Vordiplom beendete. Sie machte dann ihren Master in London im Fach Völkerrecht, 2005 trat Baerbock dann auch der Grünen bei und begann dann wenig später auch als Mitarbeiterin bei der Europaabgeordneten Elisabeth Schröter, auch in Brüssel zu arbeiten. Ab 2008 war sie ein Jahr lang als Referentin für Außen- und Sicherheitspolitik der Bundesfraktion von den Grünen tätig. 2009 schaffte sie es nicht in den Bundestag. Dafür machte man sie neben Benjamin Raschke zum Vorsitzenden von Berlin-Brandenburg. 2013 zog sie dann endlich doch in den Bundestag ein. Januar 2018 bildet sie gemeinsam mit Robert Habeck die Doppelspitze im Bundesvorsitz der Grünen. Das Besondere daran, beides sind Realos in der Partei. Normalerweise hatte man jemanden aus dem linken Flügel und aus dem Realflügel. Das ist sozusagen so eine Art Tabubruch. Es ist durchaus eine Führung, die den linken Flügel irgendwie auch unter Kontrolle hält und Experimente wie das Volksbegehren, ihr kennt das bestimmt alle, für nur noch 12 Autofahrten pro Jahr, das jetzt letztens in Berlin eingereicht wurde, das gibt es mit ihnen nicht, ne? Auch wenn fälschlicherweise verbreitet wurde, es steht im Zusammenhang mit den Grünen. Im Gegensatz zu Robert Habeck, der langjähriger Umweltminister in Schleswig-Holstein und stellvertretender Ministerpräsident seines Bundeslandes war, war sie zum Zeitpunkt ihrer Wahl nicht wirklich bekannt. Und da fragt man schon mal, wie kann jemand so Junges mit so wenig Erfahrung so ein Amt erringen? Man könnte natürlich diesem Dünkel selbstbewusst gegenübertreten. Ja, schließlich muss man sich dabei ja mal etwas überlegt haben an dem Punkt, wo man gesagt hat, ja, ich mach das jetzt. Ja, man könnte auch die eigene Karriere als Leistungssportlerin hervorheben. Ja, sie hat ja in 12 Jahren Training 3-mal Medaillen als Trampolinspringerin gewonnen. Wobei man vielleicht nicht erwähnen sollte, dass es 3-mal Bronze war und es gerade so aussieht, als ob man im September ein weiteres Mal nur Bronze zu erwarten hat. Sie sagte, den größten Erfolg habe ich nie geschafft. Bei mir waren es entweder die Nerven oder es kam immer was dazwischen und in der Zeit, als ich so richtig gut war, habe ich mir eine Woche vorher den Fuß gebrochen und dann war es aus. Es klingt lächerlich, aber irgendwie ist das schon wieder passiert, oder? Denn anstatt dessen, dass sie auf Frauen wie Sanna Marin verweist, die mit 34 Jahren Premierministerin von Finnland geworden ist, doktort man am Lebenslauf der Kandidatin herum. Ob sie selber oder ihre Partei, weiß man jetzt nicht. Auf jeden Fall insgesamt 50 Mal. Der politische Gegner hatte eine Heidenfreude, jeden Schritt genüsslich nachzuverfolgen und die scheinbare Hilfe und Ahnungslosigkeit bis ins kleinste Detail auszuschlachten. Ach, es war richtig schmerzhaft, das zu verfolgen. Tag um Tag aufs Neue. Es geht um Angaben zu Abschlüssen und inkorrekten Angaben zu Mitgliedschaften in Organisationen. Die wurden dann präzisiert. Mitgliedschaften, wo es eigentlich nur Spenden oder ehemalige Teilnahmen eines Programmes waren, wurden umgewandelt. Die Details sind ermüdend und über dem Fakt, dass es nicht gestimmt hat, eigentlich irrelevant, weil es macht den Fakt nicht besser. Es war halt einfach scheiße. Das könnte nun natürlich auch einfach nur eine Schludrigkeit bei der Auflistung gewesen sein oder eben der Versuch, wichtiger zu klingen, als man tatsächlich ist, weil man ja noch nicht so viele Posten vorweisen kann. Denn Mitglied zu sein, das klingt in jedem Fall besser, als einfach nur dafür zu spenden, was einem streng genommen zu überhaupt nichts macht. Das wäre noch schöner, ja, wenn dann plötzlich der Herr Kofler Anteilseigner der FDP wäre, nur weil der den letzten 750.000 Euro gespendet hat, um die wortwörtlich Grünen zu verhindern. Ja, so sieht's nämlich mal aus. 750.000 aus der Höhle der Löwen an die FDP. In den Angaben zu ihrer Ausbildung verweist Baerbock inzwischen ausdrücklich darauf, dass sie ihr Studium der politischen Wissenschaften an der Universität Hamburg lediglich mit dem Vordiplom beendet hat. Zuvor hatte sie nur die Studienzeit von 2000 bis 2004 genannt, ohne auf den Abschluss einzugehen. Was man an dieser Stelle nicht vergessen darf, ist, dass diese Meldung mehr Schlagzeilen gemacht hat als Olaf Scholz Cum-Ex-Verstrickungen. Besonders die politisch eher, sagen wir mal, streng konservative Presse hat sich mit dem Thema sehr lange und
sehr intensiv auseinandergesetzt. Also bin ich mal davon ausgegangen, dass sie sich damit gut auskennen. Ich habe mich mal dazu in Tichys Einblick belesen. Die 7 vorangegangenen Fehler Baerbock listet der von Express.at als Plagiatsjäger vorgestellte Stefan Weber wie folgt auf. Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass hier nicht alles stimmt. Denn wie man auf Plagiatsgutachten lesen kann, ist die Analyse zum 6. und 7. Punkt tatsächlich anders. Tatsächlich war es im Jahr 2004 möglich, mit einem Vordiplom aus Deutschland das Studium zum LLM in Deutschland zu absolvieren und eben offenbar sogar aus einer fachfremden Richtung, Politikwissenschaft statt Juristerei. Ach was, naja, dann können wir ja schon mal 2 Punkte streichen. Werden hier etwa schon wieder Unwahrheiten verbreitet? Das ist wieder eine Bestätigung für mich, dass man einfach die Finger von solchen Medien lassen sollte. Aber es kursiert ja eben die Frage nach diesem Praktikum oder der Büroleitung in Brüssel. Ja, die hat mich auch nicht in Ruhe gelassen, die Frage, die jetzt vermutlich mit Punkt 4 gemeint ist. Ich wollte das ein bisschen genauer wissen. Dann habe ich was entdeckt. Dr. Markus Kübacher, der verbreitete auf Twitter diese Information hier. Dieser promovierte Mann war so schlau und hat mal alte Versionen der Website der ehemaligen Chefin von Baerbock gecrawlt. Gut, hier haben wir den Beweis. Sie war niemals in Brüssel und hat auch nur die Seite gemanagt. Was sagt denn ihre Ex-Chefin über Baerbock? Sie gilt als Ziehmutter von Baerbock. Du, ich möchte dich gerne zurückhaben aus London. Baerbock folgte ihrem Ruf. Zwar erst nach einiger Bedenkzeit, aber die junge Masterabsolventin kam zurück. Sie wusste, was auf sie zukam, erzählte die Ex-Parlamentarierin. Sie arbeitete dann bis 2008. In Brüssel. Gemeinsam habe man die EU-Antidiskriminierungsrichtlinien mitentwickelt, die etwa gleiche Chancen nebst derselben Bezahlung für Männer und Frauen im Job vorsieht. Nach 3 Jahren in Brüssel und Straßburg suchte die heutige Spitzenpolitikerin 2008 neue Herausforderungen. Sie hatte andere Pläne, wollte sich umschauen, erinnert sich ihre einstige Mentorin. Vor allem ging es darum, nochmal an die Uni zu gehen, um zu promovieren. Sie ist der Typ dazu. Man muss dranbleiben, sich entsprechend engagieren und durchhalten. Diese Qualitäten besitzt Annalena. Bei der Frage, warum Annalena Baerbock Kanzlerin kann, entsteht eine kurze Pause, ehe die Antwort folgt. Zum einen arbeitet sie solide und sie ist ehrlich. Ehrlich? Brüssel? Antidiskriminierungsrichtlinien mitentwickelt? Vielleicht sollte ich mir das dann doch nochmal genauer anschauen. Anstatt einfach so diesem Mann zu glauben, nur weil er einen Doktortitel in Chemie hat. Also warf ich meine liebste Wayback Machine wieder an und oh, schau mal einer an! Hat dieser ehrenwerte Herr Dr. Dings da etwa geschummelt? Das wäre ja fast strafrechtlich relevant, oder? Vor Gericht kennt sich der Doktor ja auch aus. Scheinbar prozessiert dieser Herr, der, wenn man ihn googelt, gleich mit dem Wort Querdenker in Verbindung steht, ganz gerne und hat auch versucht, Drosten seinen Doktortitel wegzudiskutieren. Er klagt sogar ironischerweise gegen den Plagiatsjäger, der Baerbocks Buch zerlegt hat und den ich gerade auch hier wiederum zumindest an Punkt 6 und 7 irgendwie widerlegt habe. Was ist das für ein Sumpf? Und vor allen Dingen haben die nichts Besseres zu tun, oder was? Wir lernen also hier mal wieder exemplarisch Double Check, not Double Think. Ja, Lügen und Propaganda, die sind einfach in diesem Schlammschlachtwahlkampflager weit verbreitet. Apropos Double Check. Nach dem Feuer gegen ihren Lebenslauf ließ Baerbock selbst ihr Stipendium überprüfen. Das ist verzweifelt. Wer mein letztes Exposed-Video gesehen hat, der weiß mittlerweile, dass bisher 100% aller von mir erwähnten Politiker von einer parteinahen Stiftung gefördert wurden. Das entsprechende Pendant für die Grünen ist die Heinrich-Böll-Stiftung. Sie habe eine Unterstützung von mehr als 40.000 Euro erhalten. Die Doktorarbeit hatte die Grünen-Chefin nicht abgeschlossen. Bild überlegte laut, ob es denn alles seine Richtigkeit haben könnte, weil man ja nur ein Achtel seiner Wochenzeit erwerbstätig sein darf und sie ja währenddessen bereits ein Amt bekleidete. Wie viel haben Laschet und Scholz nochmal bekommen? Ach, da hat keiner nachgefragt. Dachte, das wäre irgendwie das Standardprozedere. Habe ich mich wohl geirrt, ne? Baerbock kam den Pflichten als Stipendiatin nach. Die Sprecherin der Grünen verweist in ihrer Stellungnahme darauf, dass Baerbock in der Zeit als Brandenburger Landesvorsitzende der Grünen, Vorstandsmitglied der Europäischen Grünen Partei und als Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Europa kein Gehalt bekommen hat. Was? Erst 2011 habe sie vom Landesverband Brandenburg im Sinne einer Aufwandsentschädigung 226,76 Euro pro Monat bekommen und 2012 dann 400 Euro pro Monat. Lasst euch bitte kurz mal auf der Zunge zergehen, wie viele Details die Presse im wortwörtlichen Sinne in den letzten Monaten herausgepresst hat. Wir können sie nun lesen wie ein Buch. Ja, es war eine schlechte Überleitung. Entschuldigung. Schlecht abgeschrieben ist ganz verloren. Derselbe Mann, der sich den Lebenslauf von Baerbock angesehen hat, der mal richtig und mal falsch lag, hat auch einen genaueren Blick auf ihr Buch geworfen. Irgendjemand, der sich fragt, warum? In der Taz wurde er gefragt, warum interessiert sie das Thema Baerbock so sehr?
Er sagte dazu, ich habe mich in das Thema Baerbock verbissen. Er hat natürlich keinen Auftraggeber. Ach, die Taz fragte Weber daraufhin, sagen Sie mal, Herr Weber, wenn Sie das so sehr interessiert, haben Sie eigentlich auch vor, Texte zu überprüfen, die CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz verfasst haben? Zu Laschet und Scholz plane ich nichts. Das sollen andere machen. Bei mir steht jetzt erstmal an, das Baerbock-Buch komplett zu durchleuchten. Ich habe schon wieder zwei neue problematische Stellen gefunden. Eins ist dadurch jedenfalls klar, ne? Weber greift parteiischer in diesen Wahlkampf ein als ich. Selbst wenn er es, anders als ich vermute, nicht beabsichtigt. Am 29. Juni wurden 6 Plagiatsvorwürfe publiziert. Dabei handelte es sich vor allen Dingen um übernommene Textstellen, in denen es um historische oder wirtschaftliche Fakten oder die Wiedergabe von Drittäußerungen ging. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung Que France, keine Ahnung, ich kann kein Französisch, sagte Baerbock, sie habe sehr bewusst auf Fakten aus öffentlichen Quellen zurückgegriffen und das ist kein Fachbuch, daher gibt es keine Fußnoten. Die Reaktion war grundsätzlich relativ ablehnend. Man sprach erstmal von Rufmord und bösartiger Verleumdung. Es handelte sich nach Angaben des Sprechers um allgemein zugängliche Fakten oder bekannte grüne Positionen. Die Vorwürfe seien absurd. Rechtsanwalt Christian Scherz sagte dazu, ich kann nicht im Ansatz eine Urheberrechtsverletzung erkennen, dass sich bei den wenigen in Bezug genommenen Passagen um nichts anderes handelt, als um die Wiedergabe allgemein bekannter Fakten sowie politischer Ansichten. Nachrichten, historische Tatsachen und allgemein bekannter Erkenntnisse seien nicht urheberrechtsschutzfähig. Ihr Anwalt spricht von einer Kampagne zum Nachteil von Frau Baerbock, auch Grünpolitiker Jürgen Trittin spricht auf Twitter von einer Dreckskampagne. Nun, ganz so einfach kann man das aber nicht abtun, denn es tauchten immer mehr Stellen auf. Über manche kann man diskutieren, über einige eher weniger. Mittlerweile hat man sich eingestehen müssen, dass die Vorwürfe eben gerechtfertigt waren. Ich möchte das jetzt auch gar nicht im Detail durchgehen, sondern eher auf die Reaktion darauf zu sprechen kommen. In einem Zeitungsinterview wurde Baerbock nämlich gefragt, ob sie das Buch selbst geschrieben habe und darauf antwortete Baerbock, ja, aber wie es so schön heißt, niemand schreibt ein Buch allein. Es sind nicht nur viele Ideen eingeflossen, ich habe dankenswerterweise auch Unterstützung bekommen. Ich finde diese Aussage schwerwiegender als das Plagiieren an sich, weil es für mich die Arbeit von Schriftstellern, Journalisten und auch Forschenden herabwürdigt. Die Kritik ist ja eigentlich gewesen, also das, was man ihr gesagt hat, ja, wir haben Vertrauen zu dir verloren, weil du andere Arbeit als deine eigene verkauft hast, weil du unbedingt eine Schriftstellerin sein wolltest, um einfach noch einen Punkt mehr in deinem Lebenslauf zu haben. Und ihre Reaktion darauf ist, machen doch eh alle so. Das mag im politischen Zirkus richtig sein, aber denkt mal einen Moment an den Schützenverein in Pattensen. Die, die sie wählen sollen, für die ist das kein Argument. Wie konnte das passieren? Also nicht nur diese Aussage, wie konnte man ohne Not kurz vor dem Wahlkampf eine solche Flanke öffnen? Für ein Buch, das 99,9% aller Wähler sowieso nicht interessiert. Die NZZ schreibt, dass das Team, das dieses Buch ja zumindest mitgeschrieben hat, von der Arbeit schlicht überfordert war. Ich zitiere, neben dem Beackern der über 3000 Änderungsanträge für das Wahlprogramm sollte auch noch ein Buch geschrieben werden. Und das mit einem Team, das im Vergleich zu den großen Parteizentralen der CDU und SPD klein ist. Doch offenbar wollte man den Termin für die Buchvorstellung unter keinen Umständen verschieben. Was man dummerweise auch vergessen hat, war das Melden der Nebeneinkünfte von 25.220 Euro. Bedauerlicherweise habe ich damals nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich dieses Weihnachtsgeld auch der Bundestagsverwaltung hätte melden müssen. Darüber ärgere ich mich, glaube ich, am meisten selbst. Und natürlich ärgert sie sich selbst am meisten, weil sie damit ihre Glaubwürdigkeit noch viel härter getroffen hat, als mit dem verdammten Lebenslauf zuvor. Wenigstens sagte sie dazu, ich habe das selber gemeldet und auch selber transparent öffentlich gemacht. Und als mir das aufgefallen ist, habe ich es unverzüglich nachgemeldet. Gut, das ist ja... Hast du nicht! Es hast du nicht! Tatsächlich lief es nämlich anders ab. Die Bundesverwaltung aktualisierte die Angaben zu den Nebeneinkünften der Abgeordneten auf ihrer Website. Dort wurde der Vorfall dann öffentlich. Eine Sprecherin der Grünen erklärte im Nachgang, dass der Missstand hingegen Baerbock und der Bundesgeschäftsstelle der Grünen aufgefallen sei. Anschließend seien die Nebeneinkünfte dem Bundestag gemeldet worden. Aber im Gegensatz zu Armin Laschet hat sie das Buch, das sie plagiiert hat, sowie ihre Nebeneinkünfte wenigstens versteuert. Was hat Laschet eigentlich für Nebeneinkünfte? Hat bestimmt mal wieder keiner nachgefragt. Naja, passiert. Lasst uns nochmal zu ihrer ehemaligen Chefin zurückkommen. Lass mal nochmal zitieren hier. Dass Annalena erstmal von der Presse auseinandergenommen wird, das ist scheinbar ein übliches Ritual in Deutschland. Denn anders als im EU-Ausland ist man es hier nicht gewohnt, auf jüngere Politiker zu setzen. So, das war's doch jetzt, ne? Diese Skandale, die sind ja wohl groß und breit ausgetreten worden. Da gibt's doch sicherlich nichts mehr. Doch, da gibt's noch was und das ist ein eigentlich wirklicher Skandal im Vergleich zu diesen verhältnismäßigen Lappalien. Ich muss auch sagen, es fällt mir auch ein bisschen schwer, nach allem, was ich in den letzten Videos aufgedeckt habe, ernsthaft schockiert über
nicht angezeigte, aber versteuerte 25.000 Euro zu sein, wenn die anderen Milliarden Steuergeld vernichten oder über ihren Sohn krumme Maskendeals mit der Privatwirtschaft abziehen. Ich meine, selbst Amthor hat nach 2 Jahren Bundestag mehr auf der Kerbe. Man ist halt einfach total abgestumpft mittlerweile. Ich glaube, in anderen Jahren oder mit anderen Kandidaten wäre das wirklich schlimm, aber im Vergleich, Plagiate sind auch bei Trivialliteratur nicht formschön, aber sie sind trotzdem keine Wirtschaftsverbrechen und ihre Politik hat nicht direkt zum Tod eines Menschen geführt, wie bei dem Brechmittelskandal. Aber ja, sie hat ja noch keine großen entscheidenden politischen Ämter gehabt, also kann es ja alles noch kommen. Aber jetzt kommt eine Geschichte, in der sie tatsächlich im Amt verantwortlich war und etwas ziemlich schief gegangen ist. Und niemand kennt diese Geschichte scheinbar. Festhalten. Die Geschichte ist nämlich wild. Wir schreiben das Jahr 2010. Die brandenburgische Grüne wird von einem Skandal erschüttert. Der damalige Schatzmeister Christian Goethes, der damals angeblich von Hartz IV lebte, veruntreut Parteigeld. Der Mann ist ein Sonderling, der passt eigentlich nicht so richtig zu den Grünen in Gesinnung und Art, aber er übernimmt ein Ehrenamt. Und zwar eins, um das man sie jetzt nicht reißt, nämlich dem des Kassenwarts. Über 10 Jahre ist man froh, dass sich irgendjemand darum kümmert. Dann kommt durch Zufall heraus, dass er 267 Mal in die Parteikasse gegriffen hat. Wozu brauchte der Student denn jetzt so dringend Geld? Ja, ist ein Ratespiel. Ihr könnt ja auch mal raten. Mal sehen, ob ihr drauf kommt. Angeblich braucht er es, um 2 bulgarische Prostituierte von der Straße zu retten. Heroinentzug, Schulden begleichen, edle Motive. Wer kann da böse sein? Was denkt ihr? Was ist wirklich passiert? Der Frankfurter Rundschau nach stellte sich heraus, dass Goethes nicht der Retter war, sondern der Zuhälter. Der Spiegel schreibt, nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft soll der Ex-Schatzmeister die Frauen aber sogar selbst zu den Freiern chauffieren. Er soll die Höhe des Dirnenlohns festlegen und sich die Hälfte auszahlen, sagte Thiemann am Donnerstag mit Bezug auf die Erkenntnisse der Ermittlungsbehörde. Er wurde jedenfalls erwischt, flüchtete mit der Parteikasse und dem Prostituierten nach Bulgarien. Ja, und je länger die Grünen dann ihre Bilanzen prüften, desto größer wurde der Schrecken, also über ihren ehemaligen Schatzmeister, der nach seiner Verhaftung in einem Brief seinen Parteiaustritt erklärte und vor allen Dingen über ihr eigenes blindes Vertrauen, denn was da herauskam, ist keine Lappalie, schon gar nicht in einem Landesverband, in dem man ja scheinbar alles mit Ehrenamt machen muss. Er veruntreute in 2 Jahren 292.728,76 €. Puff! Und niemandem ist es aufgefallen. Verantwortlich für dieses Debakel sind Raschke und Baerbock, die zu dem Zeitpunkt die Vorsitzenden sind. Tatsächlich flog es erst auf, als jemand aus dem Kreisverband Oberhavel mal eine Einsicht verlangte. Die Sächsische schrieb, stellvertretend für die Parteiführung der vergangenen Jahre mussten sich die Landeschefs Annalena Baerbock und Benjamin Raschke vom Gericht fragen lassen, nach welchen Kriterien das Personal für die Parteigeschäfte ausgesucht werde und wie groß das Interesse für die Lebenshintergründe ehrenamtlicher Funktionäre sei. Denn lange Zeit wurde weder in der Landesgeschäftsstelle noch im Parteivorstand das Fehlen von mehr als 250.000 € in der Parteikasse bemerkt. Es schien auch wenig von Bedeutung zu sein, welche Qualifikationen oder welche beruflichen Ambitionen Goethes hatte. Jedenfalls wunderte sich Richter Thiemann, wie jemand, der nach gescheitertem Abitur beschlossen hatte, nichts mehr für seine Berufsausbildung zu tun, mehr als ein Jahrzehnt das gesamte Parteivermögen anvertraut bekam und mit alleiniger Verfügungsbefugnis ausgestattet war. Jemand, der gewohnt war, sein Taschengeld zu verwalten, war mit dieser Verantwortung moralisch deutlich überfordert, sagte Thiemann. Doch die Grünen boten Goethes über Jahre die Fassade, hinter der er sich verstecken konnte. Ernsthafte Frage. Kann jemand ein Land unter Kontrolle haben? Oder zumindest die Regierung, der nicht einmal merkt, wenn in seinem eigenen Landesverband 290.000 € verschwinden? Dem kann ich nichts weiteres hinzufügen. Und ich bin tatsächlich auch überrascht, dass scheinbar niemand davon weiß. Und dass niemand aufgegriffen hat. Und damit kommen wir zur zweiten Hälfte der Zerstörung von Annalena Baerbock. Nämlich die Zerstörung, die über die von mir bislang erwähnten Fakten hinausgeht. Also alle nochmal schnell auf Toilette gehen. Es geht gleich weiter. Tja, ne? Denn falls es noch mehr nachprüfbare Skandale über Baerbock geben sollte, habe ich sie nach einer Woche intensivster Recherche nicht finden können. Da gibt es andere Experten, die alternative Fakten vorbereitet haben. Hier kommt jetzt ein Best-of. Denn die schiere Menge ist überwältigend. Apropos Experten, lasst uns doch noch ein bisschen weiter in Tichys Einblick lesen, ne? Da bin ich nämlich über diesen Artikel hier gestolpert. Er beginnt mit Hölle, Hölle, Hölle. Wahnsinn. Wo war ich? Eine Verschwörung aus Geheimdiensten und Rechten, weiß ein Magazin, hindert die Grünen daran, ihre Themen zu setzen. Deshalb schauen wir einmal ganz sachlich hin. Eine Wahlkampfrezension. Wenig später liest man, diesem Narrativ gilt Teil 1 dieser Rezension. Dann geht es hart zum Sachthema selbst. Besonderer Hinweis, dieser Text ist vollständig N-wortfrei. Damit hat sich der ganze Text in seiner Pseudosachlichkeit halt
schon selbst verraten. Das ging schnell. War da denn nicht auch irgendwas mit einem N-Wort? Das war da auch so ein Baerbock-Skandal, oder? Habe ich euch das jetzt einfach unterschlagen in dem Teil der Legit-Kritik? Zitiere. Aktuell geht es um die Reproduktion rassistischer Sprache in einem Interview. Während Baerbock Konsequenzen aus ihren Fehlern zieht, nutzen Konservative und Rechte den Vorfall, um lang gepflegte Feindbilder zu verstärken, schreibt die Taz. Hier seht ihr die Tweet-Reihe dazu. Und sie fasst zusammen, warum die Grünen so untergegangen sind. Ich möchte sagen, dem politischen Feind die Kehle dargeboten haben. Mit vorauseilendem Schuldeingeständnis liefert man sich selbst ans Messer. Die Wortwahl ist dabei ein weiterer Indikator. In der ganzen Anekdote geht es darum, dass man die Benutzung des Wortes anprangert. Jeden Moment in dieser ganzen Geschichte war doch klar, wie das Framing davon ist. In diesem Kontext das Wort zu zitieren, wäre vielleicht jetzt nicht elegant gewesen, ein kleiner menschlicher Fehler, der am Ende nur deswegen zu einem Shitstorm wurde, weil man Baerbock dort an der eigenen PC-Nase erwischen konnte und damit durch den eigenen Kakao ziehen konnte. So harmlos wie das jetzt aber klang, ne, mit diesem Kakao und der Nase, ist das nicht einzuschätzen, denn es dreht die Situation ins Gegenteil um. Aus Baerbock, die so PC zu sein versucht, dass es knallt, wird Baerbock die Rassistin. Und das ist eine gängige Praxis, die ist billig, aber effektiv. Dass hier in diesem Beitrag das so suffisant als indirekte Finte verwendet wird und sich dort einreiht, sozusagen disqualifiziert den Autor als äußerst unsachlich, das suggeriert, sie würde das N-Wort unkritisch verwenden. Aber wenn ihr glaubt, das ist der absurdeste Baerbock-Skandal, wir fangen gerade erst an, ne? Es wird alles noch viel besser. Wie der Focus berichtete, wurde sogar das niedliche weiße Spitzenkleid vom britischen Modehaus Boden, das sie im April 2020 beim Talk mit Anne Will trug, zum Shitstorm. Ein Kleid. Stellvertretend dieser groteske Tweet. Glücklicherweise konnte Baerbocks Mann die Verschwörungstheorie auflösen. Gott sei Dank. Aber hat er ihr zu dem Kleid geraten? Wir werden es nie erfahren. Aber Moment. Wo wir gerade beim Daniel sind, ne? Über Baerbocks Ehemann müssen wir tatsächlich nochmal reden. Der ist nämlich wirklich interessant. Vor 20 Jahren führte er nämlich den ersten Internetwahlkampf für die Grünen, wie der Tagesspiegel schreibt. Ja, es gab Workshops und Partys, einen ersten Internetwahlkampf und regelmäßige SMS an Interessierte. 3 Tage vor der Wahl eröffnete ein 24-Stunden-Online-Wahlkampfbüro. Nutzerinnen und Nutzer konnten dem Wahlkampfteam live bei der Arbeit zuschauen und Fragen stellen. Das machte Eindruck. Er wurde für die Grünen zur Verbindung zur Industrie und dann wechselte er die Seite. Daniel Hohlefleisch, ein ziemlich unveganer Name übrigens, er ist seit ein paar Jahren nämlich Senior Expert Corporate Affairs bei der Deutschen Post. Bei der German Post. Ja, ihr ahnt es. Er ist Lobbyist und für die Politikkontakte in der Firma zuständig. Ui. Ich zitiere den Tagesspiegel. Vor allem im stark regulierten Postmarkt sind verlässliche Kontakte in Parlament und Regierung Gold wert. Schließlich verdient die Post vor allem durch ihr Porto. Das jedoch wird vom Bund bewilligt und darüber hinaus ist der Bund direkt an der Post beteiligt. Eieiei, das ist aber heikel. Das ist ja heikel. Man hat angekündigt, dass er sich, sollte Baerbock tatsächlich Kanzlerin werden, aus seinem Beruf verabschieden wird. Aber ein Nachgeschmack bleibt bei dieser Erkenntnis irgendwie doch. Ja, auch gerade, weil die Grünen ja dem Lobbyismus eigentlich den Kampf angesagt hat. Tja, aber wer mit dem Lobbyismus ins Bett geht, Entschuldigung. Der war wirklich auch für mich unter aller Würde. Und so schmutzig es dazugehen mag, es gibt keine Hinweise, dass auf der beruflichen Front etwas Tendenziöses vorgefallen ist. Nochmal zu ihren lustigen Versprechern. Im ZDF-Sommerinterview 2019 äußerte sie sich beispielsweise zu den Nachteilen von Elektroautos und nannte in diesem Zusammenhang den seltenen Rohstoff Kobold. Ja, die meisten haben ihn noch nie gesehen, kommt immer nur in der Nacht raus. Hast du Fragen wie Rohstoffe Kobold? Es gibt beispielsweise Morbus Kobold, das könnt ihr jetzt alle mal googeln. Das hat jetzt nichts hiermit zu tun, ist aber ein guter Party-Fact. Und natürlich rief da sofort hämische Kommentare auf den Plan. Ne? Baerbock kennt ja nicht mal das mit Metall Kobalt. Ist ja peinlich. Ich habe ja ein paar Jahre Germanistik studiert, ne? Und deswegen habe ich hier jetzt einen kleinen etymologischen Hinweis für euch. Das Wort Kobalt leitet sich tatsächlich vom Wort Kobold ab. Denn man glaubte früher, dass Kobolde edles Metall unedel machen. Und was man erst für Silber hielt und sich dann als wertlos herausstellte, war eben von Kobolden verhext oder im Vorfeld gestohlen und ersetzt worden. Ist kein Witz. Könnt ihr mal googeln. Also, de facto hat sie nichts falsch gemacht. Bei Anne Will verhaspelte sich Baerbock dann im Frühjahr 2020 beim Wort Desinfektionsmittel. Das wollte ihr halt nicht so richtig über die Lippen kommen. Ihr Desinfektionsmittel wurde daraufhin in den sozialen Medien auseinandergenommen, weil sie sich versprochen hat. Tja, auf diesem Niveau wird der Kampf gegen die Grünen geführt.
Also, apropos Verschwörung. Lasst uns doch nochmal einen Blick in den sachlichen Tichy-Bericht werfen. Der ist, ich finde ihn einfach gut geschrieben. Nochmal reingucken. Man wundert sich in dem Artikel, warum der Spiegel anhand folgender Videos sagt, dass die extrem rechte und Verschwörungstheoretiker versuchen, den Wahlkampf zu torpedieren. Dein Strom wird unbezahlbar werden. Du wirst im Kalten sitzen. Du wirst dir kein Auto mehr leisten können. Deutschland wird von Masseneinwanderung überrannt. Du wirst dir keinen Urlaub mehr leisten können. Dein Haus, dein Arbeitsplatz, Ferien im Ausland, stabile Energieversorgung, Sicherheit durch Polizei, der Schutz von Kindern vor Drogen. Das alles wird bald der Vergangenheit angehören. Deutschland? Deutschland ist Dreck für die Grünen. Wir sind Opfer dieser Ideologie. Kommunisten haben es immer so gemacht. Bevor die grüne Ideologie Deutschland zerstört, müssen wir dringend die Notbremse ziehen. Wir sind freie Bürger, keine Untertanen. Wir lieben unser Land. Wir brauchen starke Familien, sichere Arbeitsplätze und eine verlässliche Energieversorgung. Eine Heimat mit sicheren Grenzen. Die Grünen wollen uns das alles nehmen. Diese radikalen Ideologen dürfen Deutschland nicht regieren. Stehen wir jetzt auf gegen den grünen Neomarxismus. Das Video habe ich gefunden auf der Facebook-Seite von Dr. Christina Braun. Ja, toller Name. Also keine Ahnung, warum der Spiegel damit ein Problem hat. Ich habe da quasi keinen gefährlichen und völlig wahnsinnigen Unfug gehört. Kein. Nicht eine Sache davon ist höchst tendenziös. Aber keine Sorge, Leute, es geht ja noch verrückter. Habt ihr schon mal von The Great Reset gehört? Gestern habe ich unter einem meiner Videos diesen Kommentar gelesen, der Baerbock und Schwab erwähnt. Da mir das im Zuge meiner Recherchen überhaupt nichts gesagt hat, musste ich das erstmal nochmal googeln. Und da habe ich einen Artikel vom BR gefunden. Klaus Schwab ist der Gründer und Leiter des Weltwirtschaftsforums in Davos. Man wirft ihm vor, Satanist zu sein, und um das zu beweisen, gibt es eben dieses Bild von ihm. Allerdings hat das leider einen anderen Hintergrund als eine geheime satanische Zeremonie. Er bekam 2017 an einer Hochschule die Ehrendoktorwürde. Ein bisschen abgespacedes Outfit, aber die sehen da alle so aus. Unter der Überschrift The Great Reset plane eine globale Finanzelite eine neue Weltwirtschaftsordnung und begründet das durch die Covid-19-Pandemie, als ob die jetzige Weltwirtschaftsordnung nicht schon menschenverachtend genug ist. Naja, und weil er ja Satanist ist, muss das ja stimmen. Zusammen mit Autor Thierry Malleret schrieb er ein Buch mit dem Titel Covid-19, der große Umbruch. Niemand schreibt ein Buch allein, ihr kennt das. Darin schreiben sie, es geht darum, die Welt weniger gespalten, weniger verschmutzend, weniger zerstörerisch, integrativer, gerechter und fairer zu machen, als wir sie in der Zeit vor der Pandemie hinter uns gelassen haben. Kapitel Schlussfolgerung. Seite 293, also auch länger als das Buch von der Bär. Egal. Die Abkehr von der Maxime des Profits hin zum Steigern des Wohlbefindens der Gesellschaft. Darum geht's. Ich finde ja, das klingt richtig böse, das sollte man aufhalten. Das scheint einigen dann tatsächlich zu sozialistisch zu sein oder so. Und die haben natürlich starkes Interesse daran, die Instanz in Verruf zu bringen. Cui bono? Wem würde eine solche Verschwörungstheorie nutzen? Das sage ich euch jetzt nicht, das könnt ihr einfach mal unten reinschreiben, eure Vermutung. Falls ihr eine andere Sicht dazu haben wollt, gebt euch gerne Ken Jebsen. Aber bitte gebt euch vorher den Podcast Cui Bono, der sich mit seiner Radikalisierung auseinandersetzt. Tipptopp. Und was genau hat jetzt Annalena damit zu tun? Ist sie jetzt auch Satanistin? Noch an dem Tag, ich wiederhole, am selben Tag, an dem sie ihre Kandidatur verkündete, verbreitete sich in den sozialen Netzwerken ein Foto von ihr mit dem Investor George Soros, der in Verschwörerkreisen einer der schlimmsten der Schlimmen ist, Belzebubös persönlich. Und dazu schrieben User Kommentare wie, ich gratuliere George Soros zur Kanzlerkandidatur. Nein, das war definitiv keine gezielte Kampagne. Das hat sich völlig organisch innerhalb von Stunden verbreitet, klar. Der Verschwörungstheorie-Experte Michael Butter von der Universität Tübingen findet es jetzt wenig überraschend, dass der Grünen-Politikerin Baerbock nun auch unterstellt wurde, Teil der Verschwörungstheorie zu sein, weil Verschwörungstheorien Machttheorien sind. Diesen Leuten wird dann unterstellt, dass sie unlautere Motive verfolgen. Das Foto ist tatsächlich echt. Das hat Annalena Baerbock 2019 selbst auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht, nämlich gemeinsam mit anderen Aufnahmen von der Münchner Sicherheitskonferenz. Also müsste ja theoretisch jeder, der da war, mit George Soros unter einer Decke stecken. Die Wahlkampftorpedierungskraft, die der Spiegel dem rechten Rand und seinen chinesisch-russischen Helfern zutraut, wirkt umso verblüffender, wenn man sie mit der Reichweite und dem Etat des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vergleicht, den die Partei mit Recht zu ihrem erweiterten Kampagnenapparat zählt. Also da muss ich sagen, hat der Autor tatsächlich endlich mal recht. Ich habe in den öffentlich-rechtlichen Medien noch nie einen anderen Politiker gesehen als Künast, Hofreiter, Özdemir, Fischer, Habeck, Baerbock,
Es sind ja auch schon eine ganze Menge Leute, ne? Die sich alle zu merken. Ist halt schade, dass man so Faschisten wie Bernd Höcke nicht mehr einlädt. Björn? Bob? Bob Höcke. Der böse Bruder von Bob Ross. Oder Bob, dem Baumeister. Der böse Baumeister. Ja, der baut dann sicher nur Konzentrationslager oder sowas. Okay, also ich glaube, für den Witz komme ich in die Hölle, aber ich werde euch auf jeden Fall George Soros grüßen, keine Sorge. Wer war denn eigentlich der nette Adlige in dem volksnahen Video gerade? Ach ja, das ist Sven von Storch, der Ehemann von Beatrix von Storch, gebürtige von Oldenburg. Übrigens, googelt doch mal nach der Geschichte der von Oldenburgs. Ja, produziert hat das Video die Zivile Allianz, der Nachfolgeverein der Zivilen Koalition, die einst seine Frau mitbegründet hat. Wie war das doch gleich mit dem Herrn Liminski und seiner journalistischen Karriere? Ja, Näheres dazu in meinem Laschet-Video. Warum die Grünen so massiv unter Feuer stehen, dazu hat der Spiegel eine Theorie. Die Grünen und ihre Kanzlerkandidatin sind 2 Monate vor der Bundestagswahl das mit Abstand beliebteste Angriffsziel innen- wie ausländischer Akteure, belegen Spiegelrecherchen. Autoritäre Staaten wie Russland und China, die Desinformationskampagnen gern einsetzen, haben die Grünen wegen ihrer Außenpolitik und der Kritik an Menschenrechtsverstößen womöglich im Visier. Dazu hätte ich tatsächlich jetzt noch gerne Zahlen gesehen, aber rein logisch passt es, denn Baerbock hat klare Worte zu China und Russland gefunden. Zum Beispiel hier ein Zitat in dem FAS-Interview äußert sich Annalena Baerbock nicht nur zu Russland, sondern auch zum Verhältnis westlicher Staaten zu China. Im Wettstreit der Systeme sei das chinesische Projekt der neuen Seitenstraße knallharte Machtpolitik. Die liberalen Demokratien müssten ihre Werte hochhalten. Daher fordert die Grünen-Chefin eine Mischung aus Dialog und Härte in der Politik gegenüber China. Sie ist eine Gegnerin von Nord Stream 2 und wie man hört, China nicht wirklich wohlgesonnen. Und es sind diese Fake News wie dieser exemplarische, der seinen Weg in offizielle Medien gefunden hat, den ich euch vorhin zerlegt habe, oder eben dieses Video, die in den Echokammern zirkulieren und keinen Widerspruch erfahren. Diese Nachricht, die habe ich von einem guten Freund bekommen und auch er konnte mir nicht mal sagen, was sein Problem ist. Es ist eine allgemeine Wut, die sich immer mehr und mehr verstärkt, weil so viele Menschen einfach Aussagen als wahr annehmen, ohne auch nur einen Moment darüber nachzudenken, was dahinter steckt. Ein Beispiel. Annalena Baerbock hasst Haustiere. Das ist eine Aussage, die so unwahrscheinlich daherkommt, dass man sich automatisch fragt, wieso zur Hölle sollte jemand A das zugeben öffentlich und B überhaupt Haustiere hassen? Was kann man gegen Haustiere haben? Korrektiv hat diese Propagandalüge entlarvt und schreibt, Haustiere sind ein emotionales Thema. Mehr als 1300 Profile haben den Beitrag bislang geteilt. Manche Personen auf Facebook scheinen erkannt zu haben, dass das Zitat offenbar falsch ist. Andere kommentieren, dass sie aus diesem Grund Baerbock als Kandidatin nicht für wählbar halten. Ein weiteres Thema war die Behauptung, Annalena Baerbock wolle die Witwenrente abschaffen, um die Mittel für die Integration von Flüchtlingen zu verwenden. Auch dies wurde von Korrektiv widerlegt. Und das Ziel solcher Kampagnen ist eben genau das. Nach jeder Lügenkampagne bleibt ein Kratzer zurück, weil immer mehr Menschen sozusagen die Behauptung als eben die Richtigstellung sehen. Und selbst wenn man die Richtigstellung gesehen hat, bleibt irgendwie so ein bitterer Beigeschmack haften. Ne? Zusammen mit den echten Verfehlungen bleibt das Bild einer Person zurück, die den Menschen offensichtlich nichts Gutes will und sie von vorn bis hinten belügt und betrügen möchte. Viorela Dahn ist akademische Rätin an der Ludwig-Maximilians-Universität München und forscht zu Fehlinformationen im Netz. Sie sagt, Baerbock ist eine junge liberale Politikerin und damit ein perfektes Feindbild. Politische Gegner werden sich ohne Rücksicht auf die Wahrheit an ihr abarbeiten. Und Leute, das geht sogar so weit, dass vermeintliche Nacktbilder geteilt werden. Auch dieses Gerücht wurde von Korrektiv und von Mimikama widerlegt. Ich habe da auch mal ein bisschen weiter recherchiert, nicht? Die Frau, die da eigentlich zu sehen ist, das ist Martina Lasch und die reale Bildreihe ist unter dem Mimikama-Link zu finden. Gern geschehen. Um nochmal Viorela Dahn zu zitieren, Frauen sind in der Politik eine Minderheit und dadurch vulnerabel. Oft wird ihre Kompetenz nicht in der gleichen Form anerkannt, wie es bei männlichen Kollegen der Fall ist. Das Wilson Center stellt in einer Erhebung Anfang des Jahres fest, dass die Nutzung von geschlechterspezifischen und sexualisierten Online-Desinformationskampagnen gegen Frauen in der Politik stark zunimmt. Eine weitere Erkenntnis der Forscher ist, dass in Medienbeiträgen über Politikerinnen häufiger ihr Aussehen und ihr Privatleben thematisiert werden als ihre politischen Inhalte und Programme. Das sei bei Politikern nicht der Fall. Wer nun diese Kampagnen steuert, das ist natürlich nicht nachweisbar, aber mit ihrem redlichen und wenig aggressiven Wahlkampf haben die Grünen verloren. Dabei hätte man spätestens durch die Trump-Wahl vorbereitet sein können, denn Steve Bannon hat gezeigt und bewiesen, dass man genauso Wahlen gewinnen kann. Und die reaktionären Kräfte haben daraus gelernt.
Diese Seite des politischen Spektrums ist sich nicht zu schade, auf dieser Ebene zu kämpfen und auf dummen Fang zu gehen. Die neueste Kampagne ist diese hier, Hashtag grüner Mist. In vielen deutschen Städten hängen Plakate. Ich zitiere T-Online. Worum es geht, sagt ein anderer Dreiklang aus, totalitär, sozialistisch, heimatfeindlich. Diese Formel stammt aus dem Wehrmachtszornister der Rechten. Der Mann, der die Kampagne orchestriert, heißt David Bendels. Er war mal in der CDU, die ihm aber zu links war. Bendels ist sowas wie ein kleiner deutscher Steve Bannon. Er ist Chefredakteur des Deutschlandkuriers und er führt den Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheit. Ich zitiere W&V. Kritisiert wird vor allem, dass völlig unklar ist, wer die Kampagne finanziert. Angeblich käme das Geld von den Mittelständlern und engagierten Bürgern. Ich habe einen interessanten Artikel in der Süddeutschen gefunden. Es gibt Hinweise darauf, dass ein Vertrauter des Münchner Milliardärs August von Fink vor einiger Zeit versucht haben könnte, Einfluss auf die Chefredaktion der rechten Zeitung Deutschland Kurier zu nehmen. August von Fink? Moment, den kennen wir doch noch aus dem Amthor-Video. Ha! Ist das nicht der, der Millionen an CSU und FDP gespendet haben soll, um die Mehrwertsteuersenkung für Hotelübernachtungen zu erhalten, was gemeinhin als Mövenpick-Affäre bekannt ist, der ebenfalls in August Intelligence investiert hat? Laut den Recherchen von WDR, NDR und SZ habe Ernst Knut Stahl, das ist seine rechte Hand, logisch, dass es nicht die linke Hand ist, nach einem möglichen Chefredakteur für eine rechte Zeitung gesucht. Daraus wurde offenbar dann der Deutschlandkurier, der seit 2017 erscheint und bis vor kurzem eben von diesem Verein herausgegeben wurde. David Bendels nannte die Behauptung, ja, dass das alles irgendwie zusammenhängt. Hanebüchende Vermutungen, abstruse Spekulationen, groteske Verschwörungstheorien, haltlose Diffamierung und wirre Falschbehauptungen. Alles gleichzeitig. Junge, Junge. Also pathetische Empörung ist immer sehr unauffällig und glaubwürdig, nicht wahr? Also das ist ja... Pressesprecher Rohling ist ein super Name für den Pressesprecher der AfD, by the way. Der sagte, es gäbe keine Kooperation oder Verbindung zwischen der AfD und Bendel und den Unternehmungen von Bendel und den Vereinen und whatever, also nix Bendel. Also ich meine, wenn Herr Rohling das sagt, muss es ja stimmen. Tut es aber nicht. Denn leider gibt es einen Beweis, nämlich eine Mail vom Vorsitzenden des Haushaltsausschusses im Bundestag, Peter Böhringer, aus dem Jahr 2017. Aus dem geht eben hervor, dass Bendels Böhringer um eine Kontaktvermittlung zu einem künftigen Büromitarbeiter Weidels gebeten hatte. Darin schreibt Böhringer, Bendels stehe an verschiedenen relevanten Stellen in direktem und indirekten Kontakt mit der AfD und anderen Gleichgesonnenen. Leute, nichts aufschreiben. Vor allen Dingen nicht so eindeutig oder wie wir neuerdings gelernt haben, nur über WhatsApp. Mafia-Regel Nummer 1, alles nur noch über WhatsApp. EncroChat war auch keine gute Idee. WhatsApp, das ist... Auch wurde Bendels eingebunden, als es um eine parteinahe Stiftung ging. Nicht nur einmal. Das ist übrigens die Desiderius Erasmus Stiftung. Noch nie gehört? Könnte noch wichtig werden. Die SZ schreibt, dass ein Vertrauter der damaligen AfD-Spitzenkandidatin Weidel, Hans Hausberger, bei einem strategisch und finanziell so wichtigen Projekt auf den Vereinschef Bendels verwies, zeigt, wie eng die Beziehungen zwischen beiden Organisationen damals gerade auch in grundsätzlichen Fragen waren. Hausberger erklärte auf Anfrage, dass er Bendels kannte und vorgeschlagen habe, mit diesem eine mögliche Finanzierung für die Stiftung zu besprechen. Hausberger schrieb auch, Alice sagte mir eben zu, ein paar Spender an der Hand zu haben, die nicht direkt an die Partei spenden wollen. Und das wird jetzt die Vermutung vom Anfang nur unterstützen, wie Herr Fick da reingekommen ist, oder? Ja, aber das sind ja alles Vermutungen. Und niemand will doch diese Partei für illegale Parteifinanzierung zur Rechenschaft ziehen, oder? Also kann ja eigentlich an den Anschuldigungen auch nichts dran sein, oder? Ich zitiere die ARD. Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen hatte immer wieder bestritten, dass die AfD mit dem Verein zu tun hätte. So auch am 22. Juli 2018 im ARD-Sommerinterview. Wir haben mit diesem Verein für Rechtsstaatlichkeit nie zusammengearbeitet und wir sagen, wir kommen da in ein Fahrwasser rein, wo man uns den Vorwurf macht, das wäre illegale Parteifinanzierung. Weil das auch stimmt. Weg mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das macht doch nur Propaganda und verbreitet nichts als Lügen. Doch E-Mails aus dem AfD-Kreisverband Rosenheim brachten die AfD in genau dieses Fahrwasser. Am 18. Juli 2018 hatte etwa der stellvertretende Kreisvorsitzende Christian Demmel seine Vorstandsmitglieder über das folgende Angebot des Vereins informiert. Der Herausgeber des Deutschlandkuriers, David Bendels, bietet uns, wie schon im letzten Jahr, Wahlkampfunterstützung an. Alle KVs, also Kreisverbände, können gerne bei uns Gratisexemplare bestellen. Wir können Ihnen für den Landtagswahlkampf auch gerne wöchentlich 1000 oder mehr Gratisexemplare zukommen lassen. Demmel schreibt weiter, ich würde hier gerne das Angebot nutzen und für unseren KV wöchentlich 1000 Zeitungen an meine Adresse senden lassen. Die Bundestagsverwaltung bewertet die kostenlose Überlassung der Zeitung als Sachspende an die AfD. Da Spenden im Wert von mehr als 10.000 Euro veröffentlichungspflichtig sind, drohen der AfD nun Strafzahlungen in doppelter Höhe des verschwiegenen Betrags.
So, nach allem, was wir jetzt zu diesem Verein gehört haben, denkt ihr, dass der wirklich existiert oder haben wir uns den einfach nur ausgedacht? Tja, mal wieder führt die Spur in die Schweiz. Laut Lobbypedia ist die Goal AG die zentrale Agentur hinter dem Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheit. Alexander Segert und andere Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Goal AG waren auch immer wieder bei Veranstaltungen oder Planungstreffen des Vereins dabei. Der Vereinsvorsitzende David Bendels war umgekehrt zwischen Februar und Mai 2017 mindestens 4-mal in der Schweiz und hat sich dort auch mit Segert und Mitarbeitern der Goal AG getroffen. Dazu kommt, dass der Verein nur eine Briefkastenadresse hat und die Post laut Medienberichten an ein Postfach in der Schweiz in Andelfingen weitergeschickt wird. Ja, inzwischen hat die Goal AG bestätigt, dass sie das Sekretariat des Vereins ist. Also der Verein existiert eigentlich gar nicht. Die Goal AG ist tatsächlich die einzige Konstante bei dem Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten, während dessen offizielle Ansprechpartner nach außen mehrfach wechselten. Ja, also alles zusammen stellt sich eben die Frage, ob der Verein nicht einfach nur ein Projekt und eine Vorfeldorganisation der Goal AG ist, die in der Schweiz sitzt. Die Goal AG ist eine Werbeagentur für europäische Politikfragen und hat auch die Wahlkampfwerbung für die SVP in der Schweiz oder der FPÖ in Österreich gemacht. Das ursprünglich für die SVP entwickelte Anti-Minarett-Projekt überließ Segert dann gegen ein geringes Entgelt der rechtsextremen Partei Pro NRW. Das ist aber nett von ihm, oder? Der Chef der AG ist laut NZZ Mitglied der rechten Psychosekte, Verein zur Förderung der psychologischen Menschenkenntnis gewesen, kurz VPM. Und sein Ansatz ist einfach, wenn ich mal zitieren darf, menschliche Gefühle und Bedürfnisse ansprechen, mit Klischees arbeiten und auf keinen Fall versuchen, rational zu argumentieren. Wer das tut, setzt voraus, dass sich die Wähler rational mit politischer Werbung auseinandersetzen. Doch das tun sie nicht. Nur 1 bis 2 Sekunden wird ein Werbeplakat im Schnitt betrachtet. Segert hält sich darum an das Prinzip KISS. Keep it simple and stupid. Und nach diesem Prinzip ist auch die Kampagne Grüner Mist entstanden, wie man eindeutig erkennen kann. Also, die Verbindung zwischen dem Verein, Bendels und Goal sollten offenkundig sein. Und was ist jetzt mit dieser Stiftung, die man da gegründet hat? Ja, wer leitet die Stiftung eigentlich? Ach, Erik hat das in abgetriebene Embryos im Impfstoff Steinbach. Kannst du dir nicht ausdenken. Also, genau wie dieses Posting von ihr. Ach, und ganz vergessen, laut Peter Tauber trägt Erika Steinbach eine Mitschuld am Tod von Walter Lübcke, weil sie mit mehreren Tweets gegen seine Aussagen hetzt und auch Mordaufrufe unter diesen Tweets nicht kommentierte. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Lübcke ist für mich ein echter Held der Demokratie, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ja, aber ich drifte jetzt ab. Also, diese Person leitet diese Stiftung. Es ist irgendwo legitim, dass so eine Stiftung existiert. Schließlich hat ja jede Partei so eine Stiftung. Es wird nun vermutlich so kommen, dass wir ab September einige Millionen Euro Steuergeld für die politische Arbeit der AfD und Menschen mit, ich möchte sagen, entsprechenden Ansichten abdrücken werden. Das sind dann 7 Millionen im ersten Jahr und danach jedes Jahr 14 Millionen Euro. Obwohl das ja total legitim ist, gibt es dagegen auch aus irgendwelchen Gründen eine Initiative. In einem Manifest der Zivilgesellschaft riefen die Erstunterzeichner, unter ihnen Vertreter der Gewerkschaften Verdi und DGB, Luisa Neubauer für Fridays for Future und ein Vertreter des Zentralrats der Juden, die Fraktionen im Bundestag dazu auf, ihre apathische Haltung gegenüber Parteien wie der AfD und ihrer Desiderius Erasmus Stiftung aufzugeben. Sie sollten schnellstmöglich ein Demokratiefördergesetz auf den Weg bringen, das sicherstellt, dass Verfassungsfeinde keine Steuergelder erhalten. Wörtlich heißt es in dem Text der Initiatoren, das Führungspersonal dieser Stiftung hat in der Vergangenheit oft gezeigt, dass es die Grundwerte unserer Demokratie und unseres Rechtsstaats nicht teilt. Stattdessen betreiben Vorstands- und Kuratoriumsmitglieder um die Vorsitzende Erika Steinbach Geschichtsrevisionismus und Holocaust-Relativierung und hetzen regelmäßig gegen Geflüchtete, Homosexuelle, Frauen und viele andere Gruppen. Das schleichende Gift, das von einer Diskursverschiebung hin zu völkischen, antisemitischen und menschenfeindlichen Positionen ausgehe, bedrohe unsere Gesellschaft im Ganzen. Frau Steinbach doch nicht! Völlig wertneutrale Aussagen ohne fragwürdige politische Konnotation. Apropos keine fragwürdige politische Konnotation, sitzt nicht sogar ein Faschist in der Stiftung, der auch gerichtlich bestätigt Faschist genannt werden darf? Also nicht Bob Höcke, sondern Sebastian Wippel. Ja. Und eine ganze Menge anderer bemerkenswerter Leute, die absolut keine politische fragwürdige Position vertreten. Gar keine. Deutschlandfunk stellte die Frage, ob die drohende Beobachtung der Partei, der AfD, als Ganzes durch den Verfassungsschutz ein Grund zur Besorgnis sei. Nein, Steinbach sagte, wenn die AfD beobachtet werden sollte, wird sie dagegen klagen. Und solange das nicht rechtmäßig festgestellt ist und solange das im Verfahren ist, das kann sich ja über Jahrzehnte hinziehen, berührt uns das überhaupt nicht. Egal wie die Weimarer Demokratie gefallen ist und wie gut das neue System abgesichert wurde, unsere wird durch die Bürokratie stürzen.
Fassen wir zusammen, gebucht hat die Kampagne Grüner Mist der Bendels mit seiner Firma, der nachweislich mit der AfD, der Goal AG und der Stiftung in engerem Austausch stand. Und rein theoretisch, wenn ich das jetzt nicht komplett falsch verstanden habe, könnte man dann nach der Wahl solche Aktionen aus unserem Steuergeld bezahlen. Da alles über die Schweiz geht, können wir das auch nicht so richtig rausfinden. Das ist schon herrlich, oder? Gut, dass wir in einer demokratischen Gesellschaft leben, wo auch solche Gestalten nicht für ihre Aussagen und Handlungen Konsequenzen zu fürchten haben. Nein, am Ende sogar noch von Steuergeldern finanziert werden, werden sie Negative Campaigning zum Wohle unserer Demokratie beisteuern, weil das ist ja wichtig für so eine Demokratie. Das muss so eine Demokratie auch aushalten. Das war nur eine Kampagne, eine kleine Ecke der krassen Anti-Werbung gegen Baerbock und die Grünen. Aber es ist noch niederschwelliger deutlich. Etwa wenn das Magazin Welt vom Springer Verlag Abbildung so manipuliert, dass man Baerbock als unbeliebteste Kandidatin wahrnimmt oder Laschets Lachen im Rahmen der Pressekonferenz als Zeichen für staatsmännisches Format umgedeutet werden soll. Und diese Form von Beeinflussung ist erschreckend effektiv. Beschäftigt euch doch mal mit Rupert Murdochs Einfluss auf das Brexit-Referendum oder die letzten Wahlen in Großbritannien. Ich verlinke euch dazu mal eine sehr, sehr spannende Arte-Dokumentationsreihe. Natürlich werden jetzt in den Kommentaren wieder Stimmen laut, die sagen, boah, das ist ja total parteiisch. Aber ich muss euch sagen, gegen Propaganda, Manipulation und Zersetzung unserer Demokratie durch Staatsfeinde anzukämpfen, ist nicht parteiisch, sondern patriotisch. Und ein paar von den Armleuchtern könnten mal den Unterschied zwischen patriotisch und völkisch lernen. Dagegen müssen wir mit allen Mitteln ankämpfen. Ich zitiere hier SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, der den Grünen die Unterstützung der Sozialdemokraten im Kampf gegen rechten Müll zusicherte. Demokraten halten zusammen. Getrennt in der Sache, vereint gegen rechts. Kritik ist wichtig. Notwendig, aber nur wenn sie hieb- und stichfest auf Fakten beruht. Werdet auch zu Aufklärern und Hinterfragern und nicht einfach nur zu Beiständern. Und das war's. Es tut mir jetzt leid, all jene enttäuschen zu müssen, die sich hier erhofft haben, dass es da irgendwelche dunklen Machenschaften gibt, die ich jetzt im Begriff bin aufzudecken. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das auch bei einer 40-Jährigen, die bisher noch keine großen Ämter bekleidet hat, auch schlicht nicht möglich. Gerade der Plagiatsvorwurf und die Aussage, niemand schreibe ein Buch allein, zählen für mich am meisten für das Selbstverständnis von Baerbock und lasten für mich am meisten. Und gemessen daran ist der Hass, der über ihr zusammenschlägt, völlig unerklärlich. Wobei, erklärt haben wir es ja gerade, aber völlig unverhältnismäßig. Denn was hier zu bemerken ist, ist eine generelle Angst vor den Grünen und die Stellvertreterin ist eben die Zielscheibe dieser Ressentiments. So erkläre ich mir das eben irgendwie. Ja, das finde ich unsachlich, aber menschlich. Weil die Gesichter der Partei ja Projektionsflächen für die Wähler sind und für das, wofür diese Parteien stehen. Worum es bei meiner Exposed-Reihe geht, ist ja die Analyse von Einzelpersonen oder Institutionen. Und das macht es in diesem Fall einfach so schwierig. Erst vor wenigen Tagen hatte ich ein langes Gespräch mit einem Freund aus Kindheitstagen, der partout der Meinung ist, dass die Grünen das größte Übel wären. Die CDU hingegen ist die Partei, das weiter so, dass dieses weiter so eben katastrophales Versagen und Korruption beinhaltet, wie ich in den letzten Videos ja sehr genau beschrieben habe, ändert nichts daran, dass ein weiter so dem Menschen eben nicht wehtut. Wenn man es bis jetzt nicht gemerkt hat, dass es ihm schadet oder ihm schmerzt, dann wird es auch nicht so weitergehen. Was weh tut, sind Spritpreiserhöhungen, die es ja aber unter der CDU erst dieses Jahr gab, falls es euch nicht aufgefallen sein sollte. Aber was ich nicht weiß, das macht mich nicht heiß. Was weh tut, ist die Absage an den Verbrenner und Tempolimit 130. Ja, was meiner Meinung nach niemals passieren wird, weil die deutsche Automobilindustrie das würde die so hart treffen, also die würden mit allem kämpfen, was sie haben, um das zu verhindern. Und wie wir ja bereits unter Rot-Grün bei Schröder erlebt haben, die Grünen sind in der Realpolitik auch nicht unbedingt Ökorebellen. Eine Partei eines antiquierten, planwirtschaftlichen Sozialismus zu beschuldigen, deren Spitzenkandidatin zugleich die Favoritin der meisten wirtschaftlichen Führungskräfte, wie auch von Ex-Siemens-CEO Joe Kaeser ist, ist geradezu die Definition von konservativer Hysterie. Der Boulevard und die sozialen Medien schüren diese Stimmung, die in der Bevölkerung durchaus resonanzfähig ist. Aber auch nichts, was derzeit von konservativer oder Boulevardseite auf die Grünen und Baerbock herunterprasselt, ist überraschend oder noch nie da gewesen. Das macht den geworfenen Schlamm nicht besser, aber das macht es unklüger, offensichtlich nicht darauf vorbereitet gewesen zu sein. Der Umgang mit den Plagiatsvorwürfen gegen die grüne Kanzlerkandidatin ist exemplarisch. Die Grünen haben einen schwachen Wahlkampf geführt. Jetzt zum Fazit. Selbst wenn es noch irgendetwas über Annalena Baerbock zu finden gäbe, dann hätte die Konkurrenz es längst ans Licht befördert. Überlegt euch mal, ein dahergelaufener YouTube-Alex schafft es in ein paar Tagen Recherche,
die anderen Kanzlerkandidaten jeweils fast eine Stunde lang ihre vergangenen Sünden um die Ohren zu hauen. Und bei ihnen sind die Zeitungen nicht voll von unverdienten Schmähungen und Kampagnen à la dieser Moses-Karikatur. Cui bono und follow the money, meine Lieben. Fragt euch immer, wem nutzt das? Schaut euch an, wo das Geld hinfließt und vor allem, von wo kam es eigentlich? Dass die Grünen nun vielleicht doch nur drittstärkste Kraft werden und das in einer Zeit, wo auch Kritiker feststellen, dass sich die Auswirkungen der Klimakatastrophe immer deutlicher zeigen, das bezeichnen. Für mich eröffnete sich während meiner Recherche ein vollständig polarisiertes Bild. Alle gegen die marxistischen Grünen, wenn ich hier mal von Storch zitieren darf. Egal, wie man jetzt welche Verstrickung wie einschätzen mag, am besten wäre, wenn sich keiner der Kanzlerkandidaten etwas hätte zu Schulden kommen lassen. Aber tja, das ist ja nun mal unsere Auswahl. Haben wir eine Wahl? Nächste Woche geht's weiter mit Christian Lindner, dem alten schwarz-weißen Skalierer aus der FDP. Wenn ihr dabei sein wollt, lasst mir gerne ein Abo da, unterstützt meine Arbeit hier gerne mit Liken, Teilen und Kommentieren. Ihr wisst, wie es läuft. Vielen lieben Dank. War genug für heute. Bis dennchen, Tschüssikowski.